Ich habe vor einer Weile wieder eine Diskussion gehabt und was nimmst du mit zum Angeln und so? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, das muss ich natürlich für die Allgemeinheit auch mal vorstellen. Für die Allgemeinheit, ich habe sehr gerne meinen Trigger dabei, Generation 3. Das heißt, Generation 3, ich habe das natürlich ein bisschen aufgepimpt. Ich habe hier die Bänder dran gemacht, das heißt, wenn ich meinen Trigger mal aufstelle im hohen Gras oder so, dass eben nicht diese Verspiegelung unten da ist. Das heißt, es kann ja sein, dass das von der Sonne her blitzt. Und das Ding, das benutze ich auf der Jagd wie beim Angeln. Das heißt, man kann es als Kamerastativ benutzen, man kann es. In meinem Fall hat man so einen Adapter mit dem Schnellwechselsystem hier. Ist echt genial gemacht, ist so genoppt. Man kann die Waffe auch sehr schön auflegen. Das heißt, wenn man unterwegs ist und man sieht dann auf 200 Meter ein Tier und sagt, okay, warten wir mal, stellen wir mal alles auf. Vielleicht kommt es ein bisschen näher, schusssicher auf 185 Meter. Ist bei mir immer so die Grenze, wo ich dann schieße und sage, okay, ab 200 Meter wird es mir zu ungenau. Man braucht anderes Kaliber oder. Also das aktive Jagen mit dem Ding, das heißt, ich habe das dann hier da drauf. So, Sicherung rein. Dann kann ich meine Waffe auflegen und kann dann schon mal warten. Das Geniale an dem Trigger ist, man kann es wirklich ganz flach stellen. Also hier dreht man so einen Hebel, hier dieses große untere, wie so eine Schraube, wie so eine, ich sag mal, eine 60er Schraube. Die dreht man dann und dann kann man das ganz flach stellen. Das heißt ganz flach, dass ich eben in der Hocke oder auf einem kleinen Jagdstuhl oder so mich hinsetzen kann. Beim aktiven Jagen ist es ja oft so, viele Faktoren, Wind, ist Laub ein bisschen feuchter, dass man halt wirklich anschleichen kann an das Tier. Und da ist das Ding Gold wert. Aber natürlich ist das beim Angeln überhaupt für Hobbyfotografen oder so, das ist natürlich auch Gold wert. Das heißt, ich wechsle mal das. Da ist eine Handyhalterung drauf, die kann man hier draufschrauben mit dem unteren Adapter. Und da kann ich zum Beispiel mein Handy drauf machen, wenn ich jetzt mal mit dem Deeper oder so unterwegs bin. Super Geschichte, egal welcher Boden, schräg oder sonstiges, rucki zucki schnell aufgestellt, auf Augenhöhe natürlich, dass ich immer schön Blickkontakt haben kann. Und natürlich kann man da mal seine Digitalkamera, seine Spiegelreflex oder sonstiges, wenn man dann auf die Schnelle irgendwo mal Fotos machen will und die genaue Höhe, also das funktioniert eben bei anderen Stativen nicht so. Das Ding kostet ein paar Euros mehr, aber was ich an dem Ding halt mega schätze, das heißt, funktioniert auch wie in Rodboot. Das heißt, hier oben, dieser Verschluss, wenn ich das hier abschraube, dann habe ich diesen Adapter. Und für diesen Adapter gibt es im Angelgeschäft diese Bankstick-Adapter, diese Alu, wo man Bissanzeiger draufschrauben kann oder eben bloß die Halterungen. Und wenn man dann so sieht, wenn man beim Brandungsangeln und so ist, dann braucht man doch mal eine bestimmte Höhe, wo man die Routen eben steil aufstellt. Von mir aus die 5 Meter Routen und hinten dann absichert. Und das ist halt ein schönes Ding, wo man beim Brandungsangeln sei. Man muss ja auch ganz weit rein. Das heißt, wenn da auch mal Wasser durchgeht, ein Meter oder so, ist das gar kein Problem, weil das ist ja viel höher. So. Und die Routen müssen halt in dem Sinne unten draußen sein. Aber das ist ja jedem selber überlassen, wer das macht. Für Rodboot-Geschichte, Brandungsangeln oder überhaupt das schnelle Angeln, mal Routen dabei und kein Rodboot, was nehme ich mit und. Ich habe meinen Trigger dabei. So, dann ist das eine saubere, schöne Geschichte, wo man hinten auch so ein Gummisystem hat. Dann ist das fest, hier rutschfeste, genoppte Silikonauflagen,
Und ich habe natürlich hier das alles abgeklebt mit dem Tape. Das kriegt man auf verschiedene Plattformen. Da braucht er für den Trigger 3 zwei so kleine Rollen. Ich glaube, das sind 1,60 Meter oder so, was ihr braucht. Ein bisschen ist dann auch über. Also ich habe damit auch nicht gespart, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, ich habe sogar drei Rollen benutzt, weil bei mir als Jäger ist es ja auch wichtig, das Ding leise aufzubauen. Und wenn ich dann das Geklappere hätte jetzt, dann ist das halt doof. Das heißt, bei mir muss das ganz leise aufgebaut werden, wenn ich dann ein Tier sehe. Und dann kann ich direkt anlegen und mich vorbereiten auf den Schuss. So, ich würde sagen, mit dem Pistolengriff hier, mit der Lösegeschichte, mit der Sicherung, also wirklich eine schöne, saubere, feine Sache. Vor allem auch nicht wie manche Geschichten, so eine billige Geschichte, wo dann, wie sagt man, nach einem Jahr oder so kaputt geht. Das ist wirklich ein langlebiges Teil. Wiegt halt auch 1,5 Kilo, wird schon wiegen. Aber das ist schon ordentlich, wenn man dann man sagt, man will auch mal beim Wandern oder so, so einen Wanderstock. Das ist, also für mich ist das perfekt. Ich würde sagen, ich habe euch den Trigger mal von meiner Seite her gezeigt, wie das auszusehen hat, für was ich es benutze. Also als Kamerastativ, als deeper Handyhalterungsstativ, dann natürlich als Waffenauflage auf der Jagd. Das ist eigentlich für die Jagd konzipiert worden, kommt von den USA, weil die eben auch dieses aktive Jagen lieben, wie auch immer. Es ist halt dort, sind halt viel größere Gebiete, wo man dann jagen darf, und da muss man halt auch Strecke machen. Und es ist halt genauso wie hier bei uns mit dem Raubfischangeln oder, man muss Strecke machen, und das Nervige immer mit dem Handy irgendwo hinstellen, dann hat man keinen Blickkontakt, und somit hast du halt überall, egal ob es jetzt bergig ist oder sonstige, hast du überall einen Platz, wo du deine Handyhalterung, ich mache es dann so, wenn ich ehrlich bin, ich schraube das da drauf und mein Handy sichere ich nochmal mit dem Gummi ab, dass das eben nicht abfällt. Das heißt, das Handy ist drauf, das nehme ich so mit, habe die Route dabei, meinen Rucksack, dann laufe ich rum, hau mein Depot rein, das Ding schwind aufgestellt vorher, und rechts, links vom Depot suche ich dann ab, dahinter, davor. Auf das mit dem Depot gehe ich in einem anderen Video nochmal ein. Weihnachten steht vor der Haustür, vielleicht so ein Teil unserem Weihnachtsbaum. Ich würde es euch wünschen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, von mir war's das. Bye, bye.